Jo, servus Leute, ist mal wieder soweit. Let's Test der Doschen angezockt. Diesmal wieder ein alter Atari 2600 Klassiker Crystal Castle. Das Spiel hatte ich als Kind und hab's gesuchtet und gezockt ohne Ende. Aber das habe ich ja bei den meisten Spielen, wenn man mal so die Let's Plays verfolgt. Ich selber hab das gar nicht so mitgekriegt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es ist ein Arcade-Game. Und wie ihr sicherlich gleich feststellen werdet, es ist ein Pac-Man-Klon. Die Frage ist allerdings, ob es nicht sogar schon älter ist wie Pac-Man. Und ob nicht Pac-Man da der Klon ist. Verdammt, schon habe ich gefailt. Es ist schon ein paar Jährchen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. So an die 25, 30 Jahre schätze ich jetzt mal. Man kann springen. Eine interessante Neuerung. Bei Pac-Man geht es ja nicht. Man muss ebenfalls durch ein Labyrinth diese Striche einsammeln. Man hat drei Gegner, drei Geistergegner, was auch immer. Man kann über sie hinwegspringen. Und was auch anders ist wie bei Pac-Man, die Geister fressen ebenfalls diese Steine auf. Und Ziel sollte es sein, den letzten Stein zu erwischen. Nur dann gibt's Bonuspunkte. Fressen die Geister den letzten Stein. Dann ist zwar das Level ebenfalls beendet, aber es gibt keine Bonuspunkte. Das, was da immer rauf und runter geht, das ist ein Bienenschwarm, der uns ebenfalls schaden kann. So, Level beendet. Im nächsten Level gibt's neue Gegner, diesmal ja, Bäume oder sowas. Über die können wir ebenfalls hinweg springen. Da ist der Bienenschwarm. Und unten sehen wir diesen Kessel mit einem Haar drauf. Es ist der Honig und der gibt Punkte. Und schon habe ich wieder gefailt. Ja, da bin ich gut drin. Grafisch ist das Spiel auf höherem Atari-Niveau, sag ich jetzt mal. Na gut, Atari war nicht besser. Aber es ist um einiges besser wie zum Beispiel E.T. oder sowas. Das ja auch als das schlechteste Spiel der Welt in die Geschichte eingegangen ist. So, jetzt müssen wir in die Mitte rein, da wird's gefährlicher. Bienenschwarm kommt, verfolgt uns. Uah, geh weg. So. In der Mitte sehen wir einen Aufzug, mit dem könnten wir fahren. Allerdings ist das immer wenn gefährlich. Weil wir auf den Aufzug warten müssen. So, jetzt haben wir wieder neue Gegner, so Insekten. Nein, raubenartige Wesen. Die könnten wir irgendwie, habe ich noch dunkel in Erinnerung, mit einem Sprung über sie hinweg, könnten wir die irgendwie töten. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau wie. Da ein Skelett, ganz witzig. Tja, die meisten Steine werden von den Gegnern gefressen, anstatt von mir. Wenn wir schauen, dass wir runterkommen, bevor wir gefressen werden, hau ab und schon sind wir wieder tot. Ja, wunderbar. Oh, verdammt, Aufzug verpasst. Kriegen wir den nächsten? Jawohl, und schon sind wir tot. Ja, es ist ein bisschen schwieriger wie Pac-Man. Aber es ist lustiger. Pac-Man gab es auf dem Atari damals natürlich auch. Und da waren die Level immer gleich. Das Labyrinth war immer dasselbe. Das war bei Crystal Castle eben nicht der Fall. Ihr seht, jedes Level ist anders. So, hier haben wir was Neues. Hier haben wir den Hexenhut. Der Hexenhut ist in etwa das, was bei Pac-Man die großen Blöcke sind. Macht uns kurze Zeit unverwundbar. Und wir können manche Gegner zerstören. Allerdings nicht alle. Es ist immer recht gegnerabhängig, ob er verwundbar ist oder nicht. Bei manchen geht's, bei manchen nicht. Muss man einfach ausprobieren. Also ich finde das Spiel nach wie vor relativ spaßig. Auch wenn es ziemlich schwer ist, aber das ist wiederum der Lenkung geschuldet, die nicht ganz sauber ist. Diese Möchtegern 3D-Ansicht vom Level her macht das Ganze auch noch um einiges schwieriger. Da ist der Baum und er hat mich schon. Der Baum hat mich getötet. So 15.003 Punkte. Da wir sehen 84, ich müsste direkt einmal nachschauen, von wann Pac-Man ist.
Und ob dieses Spiel älter ist wie Pac-Man. Es kam im Übrigen neben dem Atari auch auf anderen Systemen raus. Es gibt eine C64-Version, es gibt eine Arcade-Version für Spieleautomaten. Aber das war ja anscheinend in der damaligen Zeit üblich, ein Spiel, und sei es noch so schlecht, auf sämtlichen Systemen zu portieren. Meistens waren die Ports dann auch noch schlechter wie das Original. Gerade wenn das Original schon schlecht war. Ja, die warten jetzt direkt hinten bei den letzten zwei Steinchen. Kommt mal her, Jungs. Was auch immer ihr sein sollt. So, holen wir uns die letzten zwei. Zack, zack. Versuchen wir das Ganze mal ohne Fail. Ja, genau. Ohne Fail, ja, ohne Fail. Doschen ohne Fail. Schaut anders aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Ich glaube, 8 verschiedene Level gibt es. Dann wiederholt sich das Level-Design. Hat er nur kleine Änderungen, wie das erste Level mit 9 Gegnern. Da es verschiedene Gegner gibt, haben die auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Die sind unterschiedlich schnell, unterschiedlich schwer, unterschiedlich in der Handhabung. Manche sind, wie gesagt, zerstörbar, manche nicht. Manche lassen sich mit einem... Oh, es leckt. Mit einem Sprung über sie hinweg töten. Die meisten allerdings nicht. Und schon habe ich wieder gefailt. Nehmen wir mal den Aufzug. Jawohl, schnappen uns den Honig. Hat ein wenig was von Winnie Pooh. Das hätten sie auch Winnie Pooh nennen können, das Spiel. Wäre geil aufgefallen. So. Zweites Level beendet. Jetzt ab ins dritte. Zu den Raupen und dem Skelett. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwie die Rauben niedermachen können. Irgendwie ging das. Ich glaube, wenn sie gerade am Fressen sind oder so. Und man springt drüber. Ich weiß es nicht mehr genau. Komm, fress doch mal was. Ich will das ausprobieren. Verdammt. Also immer wenn dieser rote Balken durch diesen... Ja, durch diese Raube oder was auch immer durchgeht, dann frisst er gerade einen Stein. Nein, es geht nicht. Ach, ich weiß nicht mehr. Schade, schade. Ist leider schon zu lang her. Dann machen wir normal weiter. Aufzug, verdammt, verpasst. Wow, die Bienen. Die sind tricky. Neuerdings ja auch... Oh, verdammt, schon erwischt. Neuerdings ja auch tricky. So, schauen wir mal. Komm schon, wir schaffen es. Mir ist leider nicht bekannt, wie der Bär heißt. Und ob der aus einer asiatischen Kindersendung ist, ob diese Charaktere da drin... Ja, die Hexe ist tötbar, die Rauben nicht, mittels dem Hexenhut. Ja, ob die Charaktere da drin aus dem Kinderspiel sind oder... Ich weiß es nicht, aus dem Kinderspiel, also aus dem Kinderfilm, aus einer Serie oder sowas, ich weiß es nicht. Wenn dann irgendwas Asiatisches, meistens dann vermutlich Manga-mäßiges, ich kenn's nicht. Ist auch möglich, dass die Charakter nur für das Spiel erfunden wurden. Wobei man da nicht viel erfinden musste, in dem Bären halt. Ein Bären und ein paar schreckliche Monster. Ja, die Musik ist lustig. Klingt ein wenig wie die ersten Nokia-Klingeltöne. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das jetzt mal hinbringen da. Dass wir eine dieser Raupen töten. Nein, es will uns nicht gelingen. Nein, sie töten uns. Diese garstigen Viecher. Na, die Bäume können wir also auch nicht töten. Tja. Dann sind wir relativ wehrlos, hätte ich gesagt. Schade. Vielleicht finden wir in einer der anderen Versionen, die es von dem Spiel noch gibt, irgendwann mal die Lösung des Problems. Vielleicht kriege ich da ja raus, wie man Gegner tötet. Ich weiß, es geht. Ich weiß nur nicht mehr wie. So, an welchem Level sind wir jetzt? Ich habe gerade aufgepasst.
Aber ich glaube, wir sind weiter wie vorhin. So, auf zu nach unten. Jawohl. Oh, wir haben ein Leben bekommen. Vermutlich wegen den 20.000 Punkten. So, da hätten wir noch zwei Steinchen. Der eine ist da oben. Ob wir den kriegen, bevor er ihn frisst? Jawohl. Boah, knapp. Es ist ein lustiges kleines Arcade-Game. Es ist, ja, für zwischendurch ganz witzig. Im Idealfall spielt man wieder gegen Freunde, beziehungsweise nach Punkten oder Level. Haben wir früher oft gemacht. Wer kommt am weitesten, wer kriegt die meisten Punkte und so weiter. Ein Zwei-Spieler-Modus hat das Spiel nicht. Hatten aber nicht viel Atari-Spiele, hatten die wenigsten. Obwohl man mehrere Controller anschließen konnte. Verdammt! Ich habe gefailt! Meine letzten drei Steinchen, verdammt! Und schon bin ich Game Over. Ja, ich beende ein paar des hier dann einmal. Wollt euch das Spielchen zeigen. Ich fand's klasse. Es weckt Erinnerungen. Und ich werde euch natürlich auch, sobald sie mir in die Finger kommen, die eine oder andere Portierung, die eine oder andere Version noch vor dem Spiel zeigen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Servusle. Euer Doschten.